Ja, wir haben hier in Neumünster das besterhaltenste Hochmoor von ganz Schleswig-Holstein. Insofern wissen wir den Wert eines intakten Moorgebiets zu schätzen und kennen die Bedeutung. Also müssen wir auch an dem Konzept Paludikultur interessiert sein. Weniger, weil wir selbst diese Rohstoffe, also Anbauflächen für die Rohstoffen hier sehen, als vorrangig urbaner Raum, sondern im Rahmen von der nachhaltigen Beschaffung, wofür wir auch eine sehr differenzierte Richtlinie schon haben, wenn es darum geht, wie wir unser Gebäudemanagement künftig organisieren, welche Rohstoffe wir verwenden bei der Sanierung, beim Neubau, und sind sehr gespannt, was wir in Neumünster und das Umland, die norddeutsche Region in der Paludikultur künftig auf den Weg bringen.